So. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir starten direkt mit dem Endboss. Hoffen wir mal. Hoffen wir mal. Die Spur führt da hinunter. Ich bin ganz sicher. Das ist bestimmt die Spinne aus dem zweiten Teil von Harry Potter. Der Zauberer. Der Zauberer? Nein, nein, meine Lieben. Das ist Essen. Er sagt, der Zauberer muss sterben. Hol ihn dir und verschlinge ihn, befiehlt er. Und das werde ich. Aber noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Lass ihn erst noch ein bisschen hängen. Lass ihn auf mein Vergnügen warten. Aber nur der Zauberer, das ist kaum eine Mahlzeit für jemanden wie mich. Aber vier, das ist ein Fest. Oh, die hat jetzt Arschloch vorne. Was? Die hat eindeutig das Arschloch vorne, habt ihr das gesehen? Oh, die scheiß Spinnen. Siehst du das? Meine ich. Arschloch vorne. Okay. Ein Schlag drauf, komm. Wow. Das ging halt wirklich übel schnell. Ja, logisch. Rette Radagast! Zu Tod geht es gut. Lasst ihn jetzt langsam ab. Er lebt noch. Gewiss. Und er kommt wieder zu sich. Radagast, geht es dir gut? Oh, was für eine ausgesprochen unangenehme Erfahrung. Ich werde in Zukunft Fliegen gegenüber mehr Mitleid zeigen. Kannst du uns sagen, was passiert ist? Zaenatra hat mich geschnappt, hat mich einfach überrumpelt, fürchte ich. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, etwas wie sie in diesem Teil des Waldes anzutreffen. Nein, wirklich nicht. Wisst ihr, ich kam hierher, um mich vom Ärger fernzuhalten. Schatten breiten sich aus über dem Düsterwald. Noch finsterere Schatten als üblich, meine ich. Und sie kommen aus Dol Guldur im Süden. Roskubel, wo ich normalerweise lebe, liegt ein wenig zu nahe an Dol Guldur, um seine Ruhe zu haben. Also kam ich hierher. Ich habe einige solcher Zufluchtsorte. Man kann nie genug vorbereitet sein, wenn man im Düsterwald lebt. Aber kenne ich euch? Nein, Radagast. Aber du kennst mich. Ha, junger Beleram. Es ist eine Freude, dich zu sehen. Du bist also auch mit von der Partie? Ein recht gut durchmischter Haufen, oder? Ich sehe Elben, Zwerge und Menschen nicht häufig Hand in Hand. Vor allem nicht im Düsterwald. Und nun kommt noch ein Adler dazu. Dies entpuppt sich langsam wirklich zu einem recht außergewöhnlichen Tag, wenn man alles zusammennimmt. Ich bin nur froh, dass wir rechtzeitig gekommen sind. Meine Freunde und ich haben eine Mission und kommen, dich um Hilfe zu bitten. Wir suchen den Drachen Urgos, der in den Grauen Bergen lebt. Aber wir haben nicht viel Zeit zum Suchen. Uns wurde gesagt, du könntest vielleicht helfen, ihn zu finden. Ihr wollt einen Drachen finden? Oh, meine Lieben, ist das wirklich weise? Weise oder nicht, es ist unsere Mission. Weißt du, wo wir Urgost finden können? Nun, er ist ein Drache, also würde ich sagen, im Grauen Gebirge? Oh. Ja, das wissen wir. Aber weißt du, wo im Grauen Gebirge? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, ehrlich. Es scheint, wir wurden falsch informiert. Nicht so schnell. Ich weiß vielleicht nicht, wo Urgost lebt, aber ich könnte es vielleicht herausfinden. Doch ich bräuchte dafür meinen Stab. Und es scheint, als hätte ich... Wir haben deinen Stab gefunden. Hier ist er. Ich wusste, du würdest ihn brauchen, sobald wir dich getroffen haben. Ah, exzellent. Bist du nicht schlau? Und auf deine eigene Weise gerissen wie ein Fuchs, wie ich sehe. Ich bin dir dankbar. Da
dann schauen wir mal, was wir herausfinden können, oder? Meine Freunde könnten das eine oder andere wissen. Hast du Neuigkeiten für mich, Kleiner? Ah. Ich verstehe, ja. Oh ja, wirklich. Du bist sehr mutig. Gut gemacht, mein Freund. Da hast du es. Könntest du das vielleicht erklären für diejenigen unter uns, die nicht die Sprache der Schwalben sprechen? Oh, das tust du nicht. Das ist wirklich schade. Sie sind recht nette kleine Kerle, haben immer etwas Nettes zu sagen. Na, was hatte der denn zu sagen? Recht viel sogar. Hier, ich zeige es dir. Hast du über mein Angebot nachgedacht? Du handelst mit Dingen, die du nicht besitzt, Mensch aus dem Süden. Deine Belohnung werde ich früh genug haben. Überleg dir gut, ob du dieses Angebot ausschlägst, Rache. So mächtig du auch bist, du wärst gut beraten, meinen Herrn nicht zu verärgern. Ich sage nicht, dass ich ablehne. Dass du meine Belohnung erst erwerben musst, bevor du sie mir geben kannst. Eine Formalität. Ich gehe mir jetzt deine Belohnung holen, aber ich lasse einige Männer hier, um deine Antwort abzuwarten. Denke gut nach, aber nicht so lange. Meine Zeit und meine Gedanken sind allein meine Sache. Vorerst. Boah, der hat Eier, Mann. Der hat richtige Eier. Also, ich muss schon sagen, der Jan schafft es keine 5 Minuten. Ohne Scheiß, wir waren bei 5 Minuten, dann zieht er schon wieder an seiner E-Shisha. Was? Ich habe gar nichts... Och, Mann, Alter, das hat, als würdest du Asthma haben und gerade 5 Kilometer gerannt sein. So hört sich das an. Also, 5 Kilometer bin ich gerannt, aber ich habe kein Asthma. Nee, was? Ja, okay. Ich hatte vorher und hinterher mein Mikro aus, aber da hatte ich es anscheinend vergessen. Das glaube ich auch. 3-mal fleißig tief dran gezogen. Urgosts Unterschlupf. Weiter geht's. Ja, mei. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir müssen jetzt den Drachen erlegen, ja? So wie es ausschaut. Es ist unser Job. Yeah. Nennt mich Bond. Elf. Wir sind sehr Bond. Nah am Nest des Drachen und müssen jetzt vorsichtiger sein. Wenn Urgost uns in der Luft entdeckt, kann er uns mit einem einzigen Feuerstoß niederstrecken. Es ist das Beste, wenn ihr zu Fuß weitergeht, während wir euch von oben Deckung geben. Glaubst du, dass Urgost auf Eindringlinge achten wird? Ich hoffe nicht. Aber Drachen sind für ihre scharfen Sinne berühmt. Ich befürchte, er wird uns schon sehen, hören oder riechen, lange bevor wir ihn zu Gesicht bekommen. Dennoch, wenn Agandars Schergen sich hier herumtreiben, kann es sein, dass der Drache uns zwischen ihnen nicht bemerkt. Es gibt keinen Grund, noch länger zu zögern. Lasst uns so schnell wir können weitergehen. Auf geht's! Gut. Das graue Gebirge. Geiern. Wo? Da. Ah. Dreht er erstmal um, geiert. Ja. 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 Was ist das für ein Dreckhaufen? Was ist das eigentlich für ein komischer Dreckhaufen, wo Zeug drin liegt? Und wer atmet hier gerade schon wieder so heftig ins Mikro, damit gleich eine universale Explosion gerät? Oh, wer ist denn das? Hä, was war das? Sehr einschüchternd. Ja. Ich hole mir eine Magier.
Wow. Ist für jeden einen dabei. Ja. Ah, wieder schön geil. Vielleicht ja. Sind dies die Überreste der Männer, die vor langer Zeit dem Hexenkönig gedient haben. Also nach Überreste sah das ja weniger aus, ne? Ah, da gibt's nochmal was zum Geiern. Ja, wir sind schon weiter. Wilderland-Abulett. Und Bad Level 18. Brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Tretet in den Schein dieses Lichts und ihr werdet geheilt sein. Ah, jetzt lass mich halt durch. Noch nicht. Sehr gut. Alter, den hat's ja voll zermalmt, ey. Hat's ja in Stücke zerrissen. Pfeil im Kopf. Oh, da ist die Kiste. Ihr seid schon wieder so unfassbar ruhig. Das ist ganz seltsam. Das ist, euch. Das ist, wenn wir konzentriert sind. Ja, konzentriert am Laufen, oder wie? Ja, ey, das ist gar nicht mal so leicht, ne? Das ja, konzentriert so gerade auslaufen ist schon echt, echt hart anstrengend. Ja, das sind so viele Muskeln am Schaffen. Mhm. Ja, das aber stimmt. Nicht bei dir. Da kann man nichts sagen. Doch, alle, in der Hand sind die meisten Muskeln vom ganzen Körper. Ja, bei mir ist im Schwanz. Ist überhaupt kein Muskel, du Depp. Klar, ist ein einziger Schwanzmuskel, ist das. Das ist sehr, wie viel Kilo ich damit stemmen kann. Das ist aber blöd gucken. 0,2? Ne, ganze Vika. Ah gut, das hast du ja bestimmt schon ausprobiert, ne? Ja, selbst für Freilich. Schon mehrfach, damit trainiere ich. Draufstecken und anheben. Dann nachziehen. Das muss wahr. Noch nicht bereit. So. 18. Das muss wahr. Gesundheit. Noch nicht bereit. So. Oh oh. Brauche mehr Zeit. Ich bin grad dran. Inferno wird den Feind nicht vor den Zaunen des Feindes verschützen. Ich kann das noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Inferno wird den Feind nicht vor dem Zaunen des Feindes verschützen. Ey, ich schreibe alle gleich, Alter. Alter, wie geil ist das denn? Was? Ich muss mal. Ich schieße 6. Ich kann 6 Pfeile bis zu 6 Pfeile ohne Nachladen schießen. Oh. Und hier ist eine Wand, die ich aufmachen kann. Wo? Wir müssen zurück runter. Ja, ich denk's mir auch gerade. Da ist ein Nebenweg. Okay. Sieh dir was zu geiern ordentlich. Ja, Gold. Das ist genau, was ich brauche. Hey, ist auch noch was. So ein Drecksfleck hier. Oh, eine Goldader. Hey, da ist ja auch normale. Wie gefällt dir das? Ja, ganz gut. Der Jan hockt in der Höhle. Und wedelt sich ein. Ne, ich level. Das kann ich gut gebrauchen. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Na komm, Fettsack. Okay. Also, ich gucke, ob ich etwas Besseres gekriegt habe. Plus 30 Kraft oder plus 13 Schaden. Man nee, wird's kaum glauben, dass der Jan jemals einen erfolgreichen YouTube-Kanal gehabt hat, gell? Oh, weiß nicht, was Alter. Der die ganze Zeit gemacht hat. Hä? Normal wartet man doch für solche Sachen, so Sachen, wo man anschaut und so, einfach mal so lang, bis Pause ist dazwischen und so. Das kriegt ja, das gab's bei FIFA nicht. Stimmt. Sind ja halt ein anspruchsvoller Kanal, nicht so ein FIFA-Bob-Kanal. Ja. Das gleiche würde ich Minecraft spielen. Machst du wahrscheinlich sogar. Heimlich, ja. Oh, das ist wieder weiß. Nachts, wenn die Vika schläft. Ja. 70 Heiltränke. Gut. Vika liegt im Sterben. Was? Warum sagt sie denn nichts? Ja, ich war genau neben dir. Ja, ich hab grad ne Knarre in der Hand.
Alter, guck dir mal meine Armbrust an. Alter, die leuchtet. Was? Ah, nee, nur wenn Orks in der Nähe sind, leuchtet die. Oh. Alter, wie geil ist das denn? Ja, ist ja richtig hart. Gehen wir erstmal hoch, oder? Achso, geht eher hoch. Na, dann ist ja gut. Ja, hier gibt's nichts Gescheites, ha? Zum Looten. Schaut zumindest so aus. Wo denn? Bika rennt vor und dann wundert sie sich, wenn sie stirbt. Genau, ja, ja. Das, Alter, brauche. guck mal, die leuchtet! Was? Da! Die leuchtet! Also bei mir nicht. Ich kann das noch nicht tun. Und Heiltrank Nummer 71. Sehr gut. Hey, Schnucki! Und rennt uns beide um, gell? Die, Potato! Not today. Bitch. Hä, warum können wir die nicht angreifen? Keine Ahnung. Jetzt. Brauche mehr Zeit. Immer noch kein Schaden. Also mir schon. Hat auch 5000 Pfeile im Arm stecken, weißt du? Und geköpft. Oh, ihr könnt wieder verkaufen. Verkaufen. Du wolle kaufen, kostet fast gar nichts. Kostet fast gar nichts. Boah, ich verkaufe jetzt mal ein paar Heiltränke, Alter, ohne Witz. Wieso? Weil 70 Stück. Aber es geht ja noch. Und du brauchst ja regelmäßig, ne? Kackwurst. Ja, eigentlich ja nicht, ne? 10, 20, 30, 40, 50 müssen jetzt mal reichen, du. Ja, doch. Oh. Oh, that's pretty good. Ah. Ja. Oh. No. Was ist da für ein Schlüpper? Nee. Nee. Aber ich habe meinen Helm. Yeah. Passend zu meiner Kluft habe ich jetzt einen geilen Helm gefunden. Jan braucht wieder ewig. Ja, ich bin jetzt beim Kaufen. Gut, dann würde ich sagen, warten wir einfach, bis der Jan irgendwann mal fertig wird. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet wieder ein. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.